Was war das denn für ein Rennen? Ein 24-Stunden-Rennen, absolut der Hammer und ihr erfahrt jetzt hier alles, was damit zu tun hat. Das diesjährige 24-Stunden-Rennen war der absolute Hammer. Also man denkt ja immer von Jahr zu Jahr irgendwie, es geht nicht noch besser irgendwie. Also 2016, Maro und Christian, also wo die sich überholt haben in der letzten Runde. Letztes Jahr mit diesem Chaos, mit dem Wetter, Hammer. Und dieses Jahr auch wieder Rennabbruch und keine Rückstände mehr, also keine oder Vorsprung mehr zwischen den Autos. Und dann ging es nochmal hin und her. Platz 1 und 2 hat getauscht, wir sind noch vorgekommen und so weiter und so fort. Das ist so heftig gewesen dieses Jahr. Also echt mega krasses Rennen, aber auch natürlich für alle, die da waren, war es auch krass vom Wetter her. Aber ja, ich will euch jetzt in dem Video einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es mir ergangen ist, was wir erlebt haben, wie es lief. Und für diejenigen, die es halt mitgekriegt haben, wissen es ja eigentlich am Ende, aber einfach mal so ein bisschen Insider-Infos euch geben. Nach dem 24-Stunden-Quali-Rennen, also was ja vor ein paar Wochen war, das konnten wir ja zum Glück gewinnen. Also unser Auto, das Bilstein-Auto, zusammen mit Jelmer Burmann, Lukas Stolz und Thomas Jäger, konnte ich das ja gewinnen. War schon mega geil. Und irgendwie haben uns manche Leute da schon zu den Favoriten mitgezählt, was wir aber nie gemacht haben. Denn unser Ziel war es immer, mitzurollen, mitzufahren. Und dann wussten wir, okay, dann können wir eine Chance haben, irgendwo vorne mit dabei zu sein. Aber bei der diesjährigen Konkurrenz mit über 30 GT3-Autos, das war heftig. Also hätten alle gewinnen können. Irgendwie hätte da jeder den ersten Platz holen können, beziehungsweise aufs Podium fahren können beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen. Also mega, mega heftig. Ja, dann im Rennen, also an sich, wir haben uns qualifiziert, es war alles gut, es war alles perfekt. Also wir waren in den Top 10 beim Top 30 Qualifying und so weiter und so fort. Im Rennen, dann konnten wir uns nach vorne arbeiten, haben dann solide mitgearbeitet, hatten dann direkt eine Strafe, relativ am Anfang, leider Gottes. Und zwar haben wir die Boxenstoppzeit. Man muss ja mindestens eine Zeit in der Boxengasse stehen. Das ist ähnlich wie im GT Masters. Wird allerdings nach Runden berechnet. Also nach der ersten Runde musst du so lange stehen, nach der zweiten Runde so lange, nach der dritten so lange. Und ich glaube, nach 8 Runden sind das 3,5 Minuten. Und wir sind dummerweise, und das ist echt dummerweise von uns als Team so gewesen, eine Sekunde zu schnell gewesen. Das heißt also, wir sind eine Sekunde zu früh rausgefahren, mussten dann also beim nächsten Boxenstopp eine Strafe absitzen. Und zwar ist die eigentlich 32 Sekunden plus das, was man zu schnell war. Also wir mussten 33 Sekunden stehen. Ist am Ende wurscht, aber ist natürlich schade, wenn du direkt am Anfang so eine Strafe hast. Ja, und dann konnten wir uns also mit nach vorne arbeiten. Wir sind also solide da mitgefahren an den Top 10, irgendwo immer so zwischen 12 und 8. Irgendwo, da waren wir immer in dem Bereich. Und dann kam der große Regen in der Nacht. Also bis dahin verlief alles ganz normal. Auch mein Stint mitten in der Nacht war ganz cool. Konnte halt echt mega gut mitfahren. Und dann kam der Regen. Der Luca ist im Regen eingestiegen. Und Hammer, was der da abgeliefert hat, der Oberhammer. Also Nordschleife im Regen ist ja schon mal krass. Und Nordschleife im Regen in der Nacht ist nochmal krasser. Und dann konnten wir uns nach vorne arbeiten bis auf Platz 5. Waren dann sogar schon im Kampf zwischen Platz 4 und 5. Und dann kamen halt wieder die wechselnden Bedingungen. Und da sind wir halt immer da geblieben irgendwo in dem Bereich. Aber generell, was Jelmer und was Luca da abgeliefert haben oder auch Thomas, mega, mega krass. Dann kam es zum Rennabbruch irgendwann und der hat dem Schwesterauto leider wehgetan, weil die hatten um die 3 Minuten Vorsprung. Also das Auto Maro Engel, Adam Christodoulou, Dirk Müller und Manuel Metzger. Die hatten 3 Minuten irgendwie Vorsprung und dann war alles weg, weil bei der roten Flagge ist es so wie beim Safety Car eigentlich. Also man kann sich vorstellen, es ist ungefähr wie beim Safety Car. Alles ist weg. Nur die Runden, die du Vorsprung hast, die bleiben dann so. Und deren Vorsprung war null. Schlecht für die. Also bei uns waren es 3 Autos. Das Schwesterauto von uns, die Startnummer 6. Dann der Aston Martin mit Niki Thiem auch drin. Und unser Auto. Wir waren dann auf einmal wieder in einer Runde. Wir hatten eigentlich 2,5 Minuten Rückstand auf Platz 3. Und das war wieder weg. So, dann kam der Restart. Und dann wurde der Jelmer einfach mal so umgedreht von einem anderen Auto, was eine Runde Rückstand auf uns hatte. Also kompletter Schwachsinn eigentlich, sowas zu machen. Verstehe ich auch nicht, wie man da so angreifen kann. Egal, ist passiert. Auf jeden Fall hatten wir dann wieder 20 Sekunden Rückstand und Jelmer ist halt wirklich gefahren, als gäbe es keinen Morgen. Wir haben auch gesagt, also entweder wir fahren aufs Podium oder wir kommen nicht an. Also das war so mehr oder weniger unsere Devise. Na klar, guckst du, dass du das Auto nicht kaputt machst, aber wir wollten um jeden Preis aufs Podium. Und dann ging es auch dann drum irgendwann gegen den Aston Martin. Jelmer dann außenrum, Schwedenkreuz den überholt und dann sind wir halt echt Dritter geworden. Das ist so mega geil. Also wir haben uns mega, mega, mega gefreut, Dritter zu werden beim 24-Stunden-Rennen 2018. Also ich glaube, man konnte es auch auf den ganzen Fotos und Videos und überall sehen, dass ich und wir uns alle mega, mega drüber gefreut haben. Das bedeutet natürlich auch, ich habe das
bisschen interne iRacing-Duell gewonnen. Niki Thiem und Jan Seifert im Real Racing gegeneinander, sonst bei iRacing, jetzt im Real Racing. Nein, Spaß beiseite. Also natürlich, ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der immer denkt, der Seifert, der kann nichts. Aber ich glaube, so ein bisschen die Kritiker, den haben wir es auch ein bisschen gezeigt. Es kommt wahrscheinlich wieder, ja, der Aston Martin ist ein 7 Jahre altes Auto, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall, aber es war auch nur ein Spaß. Also, Niki Thiem Vierter geworden, wir sind Dritter geworden, trotzdem mega geil. Also, sehr, 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 sehr cool. Das heißt also, alle, die den Niki mögen, können jetzt auch bei mir ein Abo dalassen, würde ich mal sagen, oder? Wäre doch eigentlich ein Deal, jetzt so als Dankeschön so ein bisschen. Ja, also das, es war mega, mega cool. Ich habe ja die Woche zuvor das 24-Stunden-Rennen bei iRacing, war ja so lala. Deswegen war das jetzt nochmal richtig cool, dann wirklich in der Realität auch Gas zu geben. Mega krass, wie viele Leute mich auf für Simracing angesprochen haben. Komme ich gleich noch dazu, was es da noch geben wird. Wichtig ist vor allem zu sagen, danke. Danke an alle. Also man sagt ja immer, danke an Mercedes-AMG, bla bla, ja klar. Vielen, vielen Dank an alle die, weil ohne die wäre das alles nicht möglich, für die fahre ich. Aber auch vor allem an euch, ihr habt mega supported, ihr habt alle immer alles verfolgt auf den ganzen Kanälen. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. So, mega viele Fotos gemacht, alles also echt heftig, heftig, heftig. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also ohne das wäre das alles halt nicht möglich. Mega cool und ich freue mich, was jetzt alles dann in der nächsten Zeit noch kommt. Ich glaube, da wird noch ein bisschen was kommen. Gerade was jetzt so meine nächsten Projekte sind, werde ich euch auch gleich noch erzählen. Also deswegen schön dranbleiben. Wie gesagt, also vielen, vielen Dank dafür, die ihr alle da wart, die ihr alle an der Strecke wart, weil das war ja auch nicht so einfach. Weil bei dem Regen, das war wieder so ein typisches Eifelwetter, hat nur noch der Hagel und der Schnee gefehlt. Aber krass, wie ihr da durchgehalten habt. So, irgendwie. Mega, mega, mega cool. Mich hat es am Montag komplett aus der Bahn gehauen. Ich hatte schön erstmal Magen-Darm, boom, flach gelegen. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Aber ja, ist auch am Ende wurscht. Wenn mit so einem dritten Platz, mit so einem Podium-Erfolg beim 24-Stunden-Rennen, da ist auch eine Magen-Darm-Krippe komplett egal. Was folgt jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Ich habe gesagt, ich gebe euch mal so einen kleinen Ausblick. Also generell die geplante Saison ist jetzt erstmal für mich vorbei. Also für mich war das erstmal nur die Planung bis zum 24-Stunden-Rennen. Wobei ich glaube, ich habe eine ganz gute Visitenkarte abgegeben mit dem dritten Platz. Vielleicht kommt da jetzt nochmal was. Es ist ein bisschen was im Hinterstübchen, aber müssen wir mal gucken. Das ist noch nicht ganz so fix. Deswegen hoffe ich natürlich, dass da ein bisschen noch was kommt, dass ich noch ein bisschen VLN fahren kann, auf der Nordschleife oben zu sehen sein kann und so weiter. Was ich machen werde, ich werde mich jetzt weiterhin auf meine Projekte konzentrieren, also zum einen kommentieren bei Eurosport. Jetzt dann bin ich in Zürich bei der Formel E, Porsche Supercup werde ich machen, Le Mans werde ich wieder machen und so weiter und so fort. Zudem bin ich jetzt am Wochenende, also Samstag, Sonntag, vor allem halt Sonntag, bin ich am Nürburgring mal wieder. Ich war ja lange nicht da. Und zwar Grip Cars & Coffee. Ich muss mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Grip Cars & Coffee wird dort sein. Also wir werden dort drehen, also einen Beitrag drehen. Aber auch natürlich für euch alle Fans da sein, die dort sind. Also es wird eine mega coole Veranstaltung. Wer da ist, auf jeden Fall sagt Hallo, kommt vorbei. Es wird mega cool. Das werde ich also machen. Ansonsten, meinen YouTube-Kanal werde ich jetzt wieder ein bisschen intensiver machen. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen eher weniger Zeit. Dadurch, dass ich halt so viel mit dem 24-Stunden-Rennen zu tun hatte, das wird ein bisschen kommen. Was passiert da? Ich habe mir mit Niki ausgemacht, wir werden mal was zusammen machen. Mal gucken, was das auch immer ist. Aber ich glaube, es wird eine spannende Sache. Wer den Niki kennt, der weiß es. Der ist ja so ein bisschen das Gegenteil von mir. Ich bin ja eher so der seriöse Typ. Und der Niki eher nicht. Ich habe hier noch was stehen, das kann ich euch auch mal zeigen. Und zwar, ich werde noch mal ein bisschen was testen. Und zwar das da, falls ihr es vielleicht seht, also das da, um genau zu sein. Ich habe noch von Trustmaster ein Lenkrad und Pedale hier stehen, die ich testen werde. GT Sport werde ich testen. Es wird einiges kommen. Es wird noch hier drum gehen, um Cappies, es wird drum gehen, um T-Shirts, es wird um Aufkleber gehen und so weiter. Also um meinen Webshop. Wer da noch nicht den Newsletter abonniert hat, guckt mal rein, www.fastlanestore.de. Auf jeden Fall da mal reinschauen, wer mir noch kein Abo da gelassen hat. Also ihr seht, es wird mega, mega spannend. Lasst mir ein Abo da, auf jeden Fall würde ich mich mega drüber freuen. Es gibt geile, geile, geile Projekte, wo ihr auch mit dabei sein werdet. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit dafür und deswegen bin ich da jetzt mega viel dran. Es wird noch eine ganz andere Überraschung geben, dazu aber später mehr.
was ganz Cooles, was sehr, sehr Cooles eigentlich. Aber will ich noch nicht mehr darüber verraten. Und vielen, vielen Dank jetzt erstmal, dass ihr hier dieses mal kleine andere Video euch angeschaut habt. Ich wollte eigentlich vloggen beim 24-Stunden-Rennen, aber irgendwie war die Zeit dann nicht da. Ich würde aber noch ein cooles Video geben. Ein anderes von AMG dann mit mir. Aber bla 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Ich bin mega happy über den dritten Platz beim 24-Stunden-Rennen. Freut euch auf das, was jetzt bald noch kommt. Und ich bin raus. Gebt einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da auf jeden Fall, wenn es euch alles gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dankeschön.